Hey! Leute! Was habe ich gemacht, dass ich auf YouTube weiterempfohlen werde? Was ist plötzlich anders, dass ich auf das letzte Video 10.000 Aufrufe bekommen habe? Oh mein Gott! Oh fuck! Wie viele von euch denken ja mittlerweile, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, wenn ich irgendwie mehr Aufrufe bekomme, mehr Feedback, mehr Bewertungen, mehr Kommentare, was weiß ich? Weil ich ja mittlerweile fast auf jedem Video 1.000 Bewertungen bekomme. Das ist insane, Alter. Jetzt im Ernst, Alter. Auch wieder auf dem letzten. Aber gucken wir mal, wie regelmäßig mein Abo-Zuwachs in der letzten Zeit war. Am Dienstag ein ganzer Abonnent mehr. Also, Dankeschön an dich, also der mich abonniert hat. Freut mich, dass dir mein Content gefällt. Dieser Kanal ist das Ende des gesunden Menschenverstands. Danke. Am Mittwoch 178 neue Abonnenten. Ich meine, das ist ja auch normal für mich. Also 178 Abonnenten an einem Tag, das ist auch normal für mich so. Wen wollt ihr verarschen? Also an alle die, die das jetzt hier sehen und mich neu abonniert haben. Ich bin Max, 18 Jahre alt und während meine Freunde sich wahrscheinlich gerade mit kostenlosem Wodka eh zu schütten, sitze ich hier zu Hause und drehe peinliche Nerd-Videos fürs Internet. Gott, fucked on, Alter. Ist das ein Begriff? Also ich denke mal, die Leute sind auf den Kanal gekommen, weil da eben Haptik und Anton im Titel stehen. Du müsstest halt mal so sehen, das Video ist genauso wie jedes andere Video auf meinem Kanal. Jedes andere. Nur halt, dass der Titel klickgeil ist. Dass es halt mal ein bisschen länger ist und eben halt auch ewig gedauert hat zum Schneiden, logischerweise. Und das Video bekommt einfach nur wegen dem Titel fünfmal so viele Aufrufe wie sonst. Das heißt also, danke Haptik und Anton. Wieder mal. Übrigens ist auch mein scheiß aufwendiges Video bei OX Gaming online gegangen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich pack's euch in die Beschreibung. Ich packe euch das am Ende an dieses Video. Also falls ihr nach diesem Video noch ein Video von mir sehen wollt, dann klickt einfach in die Videobeschreibung. Da steht auf jeden Fall der Link dazu. Es ist scheiß aufwendig gewesen. Ich habe scheiße lang geschnitten. Also schaut es einfach an. Schaut es einfach an. Es ist wirklich, es ist mit Liebe. Es ist mit Liebe gemacht. Ich bin sogar durchgedreht bei dem Video. Ich bin durchgedreht, Alter. Ich habe beim Schneiden, ja. Also ich bin um 20 Uhr angefangen. Für die letzten 3 Minuten von dem Video. Für die letzten 3 Minuten. Bin ich um 20 Uhr angefangen an dem einen Tag. Und habe bis um 10 Uhr morgens am nächsten Tag editiert. Bis zum 10 Uhr. Das sind zu viele Stunden, um es auszurechnen, wenn man im Mathe-Grundkurs ist. Ich war nervlich am Ende nach dem Scheiß-Video. Es war 10 Uhr morgens. 10 Uhr morgens. Ich habe es einmal gerendert. Ich dachte so, warum geht das denn auf einmal so schnell mit dem Rendern? Nach 20 Minuten war das Video schon fertig gerendert. 7 Minuten Blackscreen. What? Was? Ich rendere das also ein zweites Mal. Es geht diesmal eine halbe Stunde lang, ja? Bei 86% gerendert. Sony Vegas in Klammern, keine Rückmeldung. Wisst ihr, was ich immer am meisten hasse, wenn irgendein Programm nicht reagiert? Diese Windows-Problemsuche. Es findet nie das Problem. Sie haben das Problem nie gefunden und werden es auch nie. Das Gefühl, das Einzige, was hilft, ist immer, das Programm neu zu starten. Aber wenn es halt nicht reagiert, steht dann da immer, Windows kann nicht beendet werden. Es reagiert ja nicht. Oh, wirklich? Das stimmt ja. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Irgendwann hat es dann allerdings geklappt und ich habe jetzt ein drittes Mal gerendert. Bei 96%, ja? Bei 96% um kurz vor 11, ja? Sony Vegas in Klammern, keine Rückmeldung. Ich habe Paranoia bekommen. Ich bin durch mein Zimmer gelaufen. Ich habe Paranoia bekommen. Es war da kurz vor 11. Kurz vor 11. Ich habe angefangen, selbstgeschrieben zu fühlen wie der fucking Joker. Ich wäre wirklich überglücklich, wenn das Video auch noch über 1000 Bewertungen bekommt. Das wäre wirklich eh richtig heftig. Also wenn ihr mir den Gefallen tun würdet, ich wäre sehr dankbar, Alter. Ich meine, es war ja auch fast 11, als ich fertig war. Kurz vor 11, verdammt. Also falls ihr wissen wollt, warum ich dieses Logo auf meiner Brust so liebe, schaut einfach das Video an. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich hier überhaupt heute sitze. Das hat eigentlich überhaupt gar keinen Grund oder Sinn, warum ich hier überhaupt sitze. Letztens hat die Zelos Facebook-Page gefragt, wen die Zuschauer gerne bei Zelos 3.0 mit dabei haben würden, ja? Und da war so oft mein Name zu sehen. Es war wirklich krank dafür, dass ich nur 8000 Abonnenten habe. Also Leute, falls ihr das jetzt noch nicht durch meine Videos mitbekommen habt oder so, ich bin unglaublich shit in COD. Nein, also viele Leute denken mittlerweile wirklich, dass ich ziemlich shit in COD bin, aber ich glaube, so schlecht bin ich gar nicht. Glaube ich, also bestimmt. Also Leute, wurde ich jetzt für Zelos eingeladen oder wurde ich nicht eingeladen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also es hat sich ein YouTuber, der ein Team hat, bei mir gemeldet. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Also so viel weiß ich schon mal. Aber ich habe selbst noch keine Ahnung, ob ich da jetzt drin bin oder nicht, weil er weiß noch selber noch nicht, wie das mit mir passt und was weiß ich. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich dachte so, ja, das wird so zugeteilt, jetzt wird so geplant. So, ja, mit den drei Leuten spielst du dann. Und wenn du dich mit denen verträgst, dann können wir das so planen und dann ist das so. Ja, fertig, ja. Aber nein, so ist es, glaube ich, nicht. Es folgen mir alle Veranstalter auf Twitter, sogar die meisten Leute, die da mitmachen, folgen mir auf Twitter. Also mit denen bin ich eigentlich so gesehen auch cool. Weil es gibt ja mittlerweile schon Teams, die zusammen trainieren und was weiß ich, und schon feststeht, dass die mitspielen. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich mitspielen darf. So, wisst ihr, es ist alles so ein bisschen so. Ja, was denn jetzt? Was denn jetzt? Aber wisst ihr was, Leute? Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Beschreibung gesehen. Ganz oben in der Videobeschreibung ist wieder ein Click-to-Tweet. Wenn ihr wissen wollt, ob ich bei Zelos 3.0 mitspielen darf, dann fragt sie einfach mal selber, ja? Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dann öffnet sich da so ein Fenster. Und wenn ihr Twitter habt, dann könnt ihr es direkt halt tweeten und dann könnt ihr praktisch fragen. Wenn ihr wissen wollt, ob ich bei Zelos 3.0 mitspiele, dann fragt sie einfach mal selber, ja? Ich weiß es nämlich nicht. Ihr könnt ja auch direkt dem Zelos 2017 Account folgen, weil der ist relativ neu, soweit ich weiß. Also damit ihr halt up to date bleibt und sowas. Ich meine, wir wollen ja auch nicht total zuspammen oder so. Aber wie gesagt, der Account ist halt relativ neu auf Twitter, deswegen wollen wir ja nicht so spammt ihr einfach zu, verdammt.
du Scheiße. Also wie gesagt, Leute, erster Link in der Videobeschreibung. Fragt einfach nach, wenn ich dabei bin. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denke ich mal, wisst ihr, was ihr tun müsst, damit ihr mir zeigen könnt, dass euch das Video gefallen hat. Und selbst wenn Minderheiten nicht mehr zugelassen werden für Zielers 3.0, dann haben wir bei UX immer noch ein Motto. Wir ballern die Ghetto-Huren, ballern die Testo-Huren, ballern dann per Ballermann deiner Bande den Head voll Kugeln. Das ist JPG Teil 2, die zwei gehyptesten Rapper. Dann sitze ich hier zu Hause und drehe peinliche Nerd-Videos fürs Internet. Aber nein, nein, so ist es glaube ich nicht. Leute. Spammt ihr einfach zu, verdammte Scheiße.